Hallo zusammen, mein Name ist Evitom, wir spielen Royal Revolt 2. Und an dieser Stelle die kurze Info, das ist ein... Tut aber nicht zur Sache, allerdings ist der erste Link zu dem Spiel. Und deswegen würde ich sagen, meldet euch an, damit ich mehr... Okay, Spaß beiseite, wir gucken uns jetzt das ganze Spiel an. Wir beginnen mit... Ah, ich bin schon drin. Okay, hey, wo warst du bereit, dein Königreich zu erobern? Na klar, Mann. Verdient für eine NASA. Rufe Ritter. Achso, man klickt hier mal drauf und dann kommen immer mehr Ritter, glaube ich. Kann das sein? Mehr Ritter. Mehr Spaß. Ach stimmt, ich glaube, ich habe schon mal den ersten Teil gespielt. Das war aber ohne. Nutze Zauber. Wow. Rufe Ritter. Also ich sollte mal unten auf die Leiste achten und dann immer neue Ritter zu rufen, weil die hier gehen langsam kaputt. Auf zur Tür. Weiter. Großartig, diese Burg wird das Zentrum unseres Königreichs sein. Oh, Juwelen. Wähle diese Ruine und baue die Kaserne. Alles klar. 1000 Gold, Stufe 1, neue Einheit Ritter. Spitze, lass uns Ritter aufrüsten. Oh, Upgrade. Mehr Trefferpunkte und mehr Schaden. Mehr Spaß. Perfekt, lass uns ein wenig Magie entwickeln. Okay, ich muss Philipp Fox angreifen. Maximale Beute 18.500. Wähle eine Schriftrolle. Ausrüsten. Wähle einen Zauber. Ja, viel mehr habe ich ja noch nicht. Achso, dann kann man quasi noch die Truppen, die man mitnehmen möchte, auswählen. Ab geht's. Mehr Ritter, mehr Spaß. Was ist denn hier unten? Da kann ich nicht hin. Oh nein, ein Wasserturm. Nutze die Schriftrolle mit Juwelen. Aber nein. Oh, mein Gott. Also mit den Juwelen ist ja nicht so geil, ne? Ich hoffe, dass man da einige von bekommt. Nein, ich brauche keine Ritter mehr. Ich mach das jetzt. Ich muss meine Burg wieder reparieren. Ach so, andere Spieler können mich auch angreifen. Ah, verstehe. Jetzt können wir noch Türme bauen. Okay, Turmmenü. Auswählen. 5000. Fertigstellen. Wie soll ich die Welt als König nennen? Natürlich Debitor. Kröne mich. Missgeburt. Oh Mann, oh, warum denn? Okay, also ich gehe davon aus, dass es Debitor 1, 2 und 3 schon gibt. Und er mir jetzt halt Debitor 4 vorgibt. Ich guck mal, ob es Debitor HD gibt. Das ist ja mein alter, inaktiver Kanal. Sehr starker Name, das wird episch. Kommt und besucht mich. Aber hier gibt es echt viel. Hier ist nur die Taverne, die Schmiede. Dann haben wir hier nur die Taverne. Noch eine Taverne? Das Geld. Kann ich das Geld nehmen? 6000! Okay, ich würde mal sagen, wir versuchen einfach mal hier jetzt unsere Leute noch zu upgraden. Wow! Oh, zum Verbessern benötigst du Kasernen Level 2. Kann ich die einfach mal upgraden? 3000! Weil ich stell die mal fertig, weil wenn ihr mich besuchen kommt, möchte ich ja gut vorbereitet sein. Wow, Bogenschütze. Warte, ich grade aber erstmal die ab. Jo. Und ich grade noch die Bogenschützen ab. Und dann grade ich noch die Verteidigungslinie ab. Kann ich jetzt hier noch was anderes machen? Oh, da sind jetzt irgendwie andere drin. Verteidigungswelle 2, Welle Nummer 1. Okay, kann ich die upgraden? Oh. Und wir bauen einen neuen Turm hier hin. Mehr Türme, mehr Spaß. Ah, ich kann noch Barrikaden machen. Cool. Machen wir nochmal die Barrikaden. Ich habe hier meine Kristalle raus. Bestimmt total blöd, aber ich mache das einfach mal. Und wo kann ich noch was bauen? Ich meine, vor den Türmen ist eigentlich gut. Ich würde am liebsten noch zwischen den Türmen eine bauen. Eine können wir noch. Ich glaube, dann haben wir Maximum für den Level. Sehr gut. Jetzt können wir kommen. Oh nein, XX Kingslayer XX. Warum stand da nicht noch PvP drin? Oh Mist, da kommen schon welche. Und nicht vergessen, ich hole mir mal ein paar Bogenschützen und ein paar Ritter. Die sind ja jeweils, also die Ritter sind Level 2, glaube ich. Und die Bogenschützen sind da generell so ein bisschen geiler vom Weiten. Zwei Türme noch. Oh, da kommen Ritter an. Ich brauche mehr Ritter. Und? Okay, der eine Turm ist weg. Ah, man sieht auch, wie viel man gerade plündert. 1707 haben wir jetzt schon. Jawohl, geschafft, Mann. Sieg. 100% und eine Truhe. Oh, Kammer des Glücks. Finde die drei Kisten, die eine tolle Überraschung enthalten. Die. Mann, war die toll, Mann. Noch eine? Und... Nee, komm, das war viel toller. Lol, ich habe alle drei Kisten richtig. Oh, da ist noch ein Geschenk. Oh, da gibt es aber viele Truhen. Einsammeln. Die nächste Truhe gibt es morgen. Episches Gold und Coupons. Und
noch mehr Gold. Verzaubert. Gut, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu sehr auf die Kristalle ausgelegt, die oben links sich drehen. Ansonsten schreibt es mir ganz gerne mal in die Kommentare. Und auch noch, wie ihr das Spiel findet und andere Ideen. Alles klar? Dann bis zum nächsten Part von irgendeinem Spiel. Haut rein. Tschüss.